Guten Abend zu RTL München Live, heute mit einer ganz außergewöhnlichen Reportage. Nachdem der Weihnachtsbraten nun verdaut ist, geht es wieder um ganz nüchterne Sachen, zum Beispiel um Münchner Erfinder und ihre Erfindungen. Es gibt in München einen Club von Querulanten und Querdenkern, die treffen sich in der sogenannten Gesellschaft für außergewöhnliche Ideen. Sehen Sie hierzu einen bemerkenswert unbequemen Bericht von meinem Kollegen Armin Witt. Freie Erfinder haben bei uns keinen Grund, fröhlich zu sein. Für ihre Freiheit zahlen sie einen hohen Preis. Ohne Auftrag, aber mit enormem Risiko müssen sie ihre außergewöhnlichen Ideen an den Mann bringen. Da ist kein Anlass zum Feiern. Trotzdem treffen sie sich seit Neuestem mit Freunden und Interessierten. Zu ihren Festen gehört der freie Vortrag und dass man über sich selbst lachen kann. Herzlich willkommen in der Gesellschaft für außergewöhnliche Ideen. Am Piano unser Wirt Thomas Scholl. Thomas Scholl ist auch Erfinder, Entertainer und er ist Weltmeister. Natürlich nicht im Piano spielen, aber er ist der schnellste Joda der Welt. Thomas, können wir eine Kostprobe bekommen? Oh je. Du hast das Mikrofon erhalten. Ja. Ist ein bisschen weiter weg, ne? Ist das eingeschaltet? Ja. Oh, ist echt schade. Die Gesellschaft für außergewöhnliche Ideen ist nicht nur Name, sondern auch Motto der Treffen. Und weil die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufgehoben gehört, ist an diesem Abend der bayerische Schriftsteller Karl Amery eingeladen. Der Gast ist selbst Visionär. Er versucht seit Jahrzehnten, die Zukunft mitzugestalten und glaubt immer noch an die Möglichkeit, unsere Welt nicht nur verändern, sondern verbessern zu können. Der Verfasser zahlreicher Bücher hat aber nicht nur grundsätzliche Wünsche an die Erfinder, sondern auch exklusiv brandheiße Informationen aus der globalen Wirtschaft, die sonst nicht die Öffentlichkeit erreichen. Was ich mir natürlich wünsche, das ist schon aus dem hervorgegangen, was Witt gesagt hat, dass Erfindungen, na, wie sagt man, umweltfreundlich, ich hasse den Ausdruck, also jedenfalls im Eingang sind mit der langfristigen Zuträglichkeit für unsere Biosphäre. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass sie möglichst demokratisch sind und das heißt für mich dezentral angewendet werden können. Aber ich möchte jetzt auf etwas aufmerksam machen, was viel wichtiger ist als alles, was wir über unser eigenes Geld hier reden. In Paris laufen zurzeit Verhandlungen, die nennen sich MAI, also MAI. Mutuelles Abkommen über Investitionsschutz. Das läuft zwischen 29 OECD-Staaten. Wenn man das Dossier studiert, so ist das die formelle, nicht mehr nur die faktische, sondern die formelle Machtübernahme der politischen Entscheidungen durch die Großkonzerne. Es ist alles geschützt, ist alles Investition von Ideen über Gen sowieso. Und alles das wird also sozusagen nach der meistbegünstigsten Klausel investierbar. Die Investitionen werden grundsätzlich geschützt. Lokale Gesetzgebungen über Ökologie oder über Sozialtarife und all diese Dinge werden innerhalb der nächsten 5 Jahre zurückgerollt. Und selbst wenn man raus will aus dem Vertrag, kann man das 15 Jahre lang nicht. Dieser Vertrag wurde bis vor kurzem so gut wie nicht diskutiert. Zurzeit laufen die Diskussionen an. Und jede Wettbewerbsverzerrung kann eingeklagt werden. Also wenn Mercedes Autos baut, deren Abgasqualifikation den bisherigen Standards des Staats Kalifornien nicht standhält, was sie nicht tun, kann Mercedes nach dieser Konvention den Staat Kalifornien auf Millionensummen verklagen. Wegen Wettbewerbsverzerrung. Mhm.
Das macht ein Staat vielleicht zwei, dreimal. Mhm. Kanada hat jetzt im Rahmen dieser NAFTA, die die gleichen Dings hat, einen 250-Millionen-Prozess aufgebrummt bekommen von einer amerikanischen Firma, die was Pharmazeutisches verkaufen wollte, was nach kanadischen Standards nicht zulässig ist. Das ist die Zukunft. Wenn wir also, eigentlich müssten sämtliche Nationalstaaten eine heilige Allianz schließen gegen dieses Pakt. Vertreter dieses von Karl Ameri beschimpften Pax der internationalen Konzerne haben sich heute Abend ebenfalls eingefunden. Sie bleiben nüchtern und schlucken erst einmal die Anwürfe. Vielleicht ist ja hier eine kleine Idee abzustauben oder wenigstens zu spüren, woher der innovative Wind weht, um rechtzeitig sein Firmenmäntelchen darüber zu hängen. Auch vom bayerischen Wirtschaftsministerium erwartet hier niemand ernsthaft die Finanzierung seiner Ideen und Patente. Denn wo die Konzerne erst einmal hingelangt haben, bleibt die staatliche Förderung freier Erfinder natürlich auf der Strecke. Auf zahlreiche außergewöhnliche Ideen hat der bildende Künstler Josef Moser aus Erding Patente. Früher widmete sich der Kunsthistoriker und gelernte Restaurator der Kunst der Herrschenden und genoss Ansehen und Einkommen. Dann wurde er Erfinder und studiert die schwierige Wissenschaft der Strömungstechnik. Moser glaubt zum Beispiel, diese kleine Schiffsschraube durch seine spezielle Oberfläche optimieren zu können. Über diese unscheinbaren Muster jubiliert auch das Verteidigungsministerium in Bonn. So beschichtet wären Kampfhubschrauber und U-Boote fast geräuschlos. Pfiffig ist auch Mosers Idee, mit simplen und genialen Mitteln die Stabilität tragender Konstruktionen zu optimieren. Seine Profile tragen gleich viermal mehr als ein zweifach verleimtes Brett. Mit seinen Erfindungen will Moser ganz hoch hinaus. Die gigantische Energie der Stürme will er ernten und gleichzeitig ein Wahrzeichen für Deutschland schaffen. Ein imposantes Windkraftwerk hat er für die Expo 2000 in Hannover entworfen. Den habe ich gebaut, weil ich für die Expo einen Nachweis bringen muss, dass das auch wirklich eine Windanlage ist. Die glauben das nicht. Sein Modell trifft den Geschmack der Gesellschaft für außergewöhnliche Ideen. Und auch die auf ein Minimum reduzierte Technik ist einleuchtend. Ich wollte einen Flügel entwickeln, der nicht mehr reduziert werden kann. In der Kunst, in der Architektur heißt es, weniger ist mehr oder die Kunst des Weglassens. Und an diesem Flügel kann man nichts mehr weglassen. Der ist einfach absolut souverän in seiner Form. Mosers Schöpfung könnte ohne Zweifel neben dem Eiffelturm in Paris und dem Atomium in Brüssel bestehen. Habe ich diesen Flügel angeboten für die Weltausstellung Hannover. Und als nationales Symbol mit einer Höhe von 180 bis 200 Meter. Die Energie sollte ungefähr 10 Megawatt sein. Ob Genie oder Wahnsinn, zweifellos hat Josef Moser recht mit seiner Kritik an diesen Windkraftanlagen. Bei Sturm stehen sie still, denn der Generator auf dem Mast wäre überfordert. Mosers Flügel hingegen gibt die Kraft unten ab. Gleich mehrere Generatoren springen der Reihe nach an, wenn der Wind zunimmt. Sturm wird zu Strom. Gleichzeitig reguliert sie die Rotation des riesigen Flügels. Durch Mosers neue Oberfläche arbeitet er leise. Um die Geräuschlosigkeit zu erreichen, macht der Künstler den Wind auf erstaunliche Weise sichtbar. Was Sie sehen, ist zwar Wasser, aber Sie sehen kein Wasser, sondern Sie sehen die Negativform der Luft. Weil wenn die Luft aufhört zu strömen, ist das Wasser so glatt wie ein Spiegel. Und wenn sie die Luft bewegt, verformt sich das Wasser. Folglich hat das Wasser die Form der Luft. Und das ist negativ. Was wir aber immer sehen, das ist Wasser. So schaut Wasser aus. Drehe ich aber das Bild um, dann sehe ich das Positive der Luft. So schaut Luft aus. Dann habe ich einmal die Chance gehabt, im Verteidigungsministerium in Bonn einen Vortrag zu halten über diesen Flügel oder über meine Flügelentwicklung. Und da waren 20 Wissenschaftler da, keiner natürlich unter dem Doktor, unter dem Professor, unter dem Inch war niemand da. Keine Militärs. Und da ist es um U-Boote gegangen, um Lärm, um Geräusch und so weiter. Eine Riesenehre, da oben einen Vortrag halten zu dürfen. Und dann sagt einer, Herr Moser, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, Sie kennengelernt zu haben, Ihnen die Hand geschüttelt zu haben. Wenn das so wäre, aber ich kann es ja nicht glauben, kann man das sehen? Da habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, brauchen wir es rauskommen. Gut, dann sind sie rausgefahren mit Mordsgeräten
und haben diesen Flügel bei diesem Bekannten getestet. Und hat er uns gefilmt, zu viert waren wir, und hat uns aufgenommen, was wir so von uns gegeben haben. Ich kann ja nichts einbringen, man hört ja nichts. Alles habe ich erwartet, bloß das nicht. Er hat nichts gehört. Mosers Premiere an diesem Abend beeindruckt auch Stadtrat Thomas Hanna. Er will nun im Rathaus intervenieren, damit der Flügel aus Erding in München bleibt. Notfalls kann er als Kunstwerk aufgestellt werden. Dann bedürfte es auch keiner komplizierten Baugenehmigung. Was bringt ältere Herrschaften dazu, ein Präservativ von Hand zu Hand gehen zu lassen? Es ist der Vortrag von Thomas Scholl über seine Erfindung. Der Entertainer garniert ihn mit einer eindrucksvollen Demonstration und nützlichen Ratschlägen. Ich meine, ich kann jedem Mann nur empfehlen, wenn er mit einem Kondom schläft, aber jetzt gehen wir zu sehr in die Praxis, dass er immer nachschaut, ob es noch da ist. Ich meine, so wie es da sein soll. Tragisch allerdings sind Scholls Erfahrungen mit der Gummiindustrie. Vor 5 Jahren erhielt er sein Patent, finanzierte die Forschung und entwickelte das Marketing selbst. Doch bis heute findet sich kein Produzent. Warum auch? Die Alten verkaufen sich doch prima. Energie- und Solarbeauftragter für Münchner Schulen ist Studiendirektor Willi Kirchensteiner, auch Botschafter der Sonnenkraft genannt. Sein neues Elektrofahrzeugkonzept funktioniert nicht nur bei Tag, sondern auch bestens im Dunkeln. Die Voraussetzung, damit das funktioniert, sind 2 Motoren. Ich klappe jetzt einfach mal die Ladefläche auf. Das heißt, das ist jetzt die Technik, man sieht hier 2 Motoren und die Steuerung 2 Akkus. Man könnte 4 Akkus einsetzen. Mit diesen beiden Akkus hat das Fahrzeug ungefähr 60 Kilometer Reichweite. Mit der doppelten Akkukapazität ist die Reichweite wesentlich mehr als das Doppelte. Geht ungefähr dann für 130 bis 150 Kilometer. Das Fahrzeug ist jetzt vom TÜV reduziert auf 25 Mofa. Die Geschwindigkeit, ich bin 12 Jahre mit einem ersten Prototypen gefahren, der läuft 60. Kirchensteiner propagiert das Stromsparen. Er schimpft auf Energieverschwender. Sehr überzeugend. Wenn ich ein- und ausschalte, ist es schwer. Ist es schwer? Ein bisschen vielleicht. Jetzt nehmen wir bei gleicher Helligkeit eine Glühlampe. Ja, da geht's schwerer. Und er berichtet, es wird schwerer. Hier spürt man jetzt mal körperlich den Unterschied zwischen einer Energiesparlampe gleicher Helligkeit mit einer Halogen-Glühlampe. Ja, gut. Und jetzt nehmen wir mal diesen Wasserkocher. Sie sehen schon. Sie haben hier eine Tasse Wasser mit 21,3 Grad Celsius. Die Temperatur, wenn Sie ein Zehntel Grad Celsius geschafft haben, dann sehen Sie es, 21,3 immer noch. Ich hoffe, Sie haben ein gutes Herz. 21,4, ein Zehntel Grad ist geschafft. Hören Sie ruhig auf. Welches Interesse hat Siemens eigentlich am Stromsparen? Es wird volkswirtschaftlich so viel kaputt gemacht bei uns, weil man Erfinder von vornherein abwirkt, indem man sie in eine Schublade schiebt. Ach, taugt nichts, grüne Kiste und so weiter. Wir erlauben uns eine Verschwendung, die zum Beispiel im Ausland, ob das China ist oder wo es ist, ja, die schlagen die Hände zusammen, sind die Deutschen verrückt, haben so tolle Geister und behandeln die wie den letzten Dreck und nur ein paar Großkonzerne dürfen ihre Patente hier ausfahren. Weil diese Solarzelle von beiden Seiten die Sonne aufnehmen und zu Strom verwandeln kann, ist sie doppelt so effektiv, wesentlich billiger und flexibler einsetzbar als zum Beispiel die Solarzellen von Siemens. Der Erfinder Dr. Högel hier mit seinem Patentanwalt hofft, dass die Stadt München seine Solarzellen produziert, statt die teuren von Siemens in Amerika einzukaufen.
Umsatz, Arbeitsplätze und Münchens Ruf als Hightech-Stadt wären gesichert. Doch das Rathaus handelt Högls Anliegen tief, lässt die Anfrage im Keller verstauben. Nicht einmal der rührige Stadtrat Thomas Hanna kann ihr Flügel verleihen. Es gibt Erfindungen, man weiß davon, manche wissen auch gar nicht davon, weil die Presse sich immer stark zurückhält in solchen Dingen, weil vielleicht Großkonzerninteressen dagegen stehen. Also wird es totgeschwiegen, eingekauft, in die Schublade gelegt oder irgendwie anders verwendet. Und die Frage ist halt, dringt sowas überhaupt zu den geeigneten Stellen vor? Dafür sehe ich jetzt eigentlich meine Position gestärkt, dass ich sowas hier ansauge ins Rathaus, egal in welche Richtung das geht, neue Erfindungen im Prinzip immer wieder auf den Tisch bringe, damit die Referenten sich damit beschäftigen können. Informationen aus erster Hand. Der Bericht aus dem Rathaus sozusagen. Und interner aus den Strukturen der internationalen Großkonzerne nützlich für manch einen anderen freien Erfinder. Einfacher. Also wir haben bei diesen Platten, also bei denen soll ja Allat sein, einen großen Vorteil, sowohl von der Ausbeute als auch von der Herstellungskosten. Gibt es darüber Zahlen, über die Vorteile? Ja, sicher. Ich meine, der Patella-Institut hat damals eine Kostenstudie gemacht. Diese Studie wollen wir Siemens nicht verraten. Laut Dr. Högl investiert der Konzern von Haus aus nicht in Projekte, die ernsthaft Energie sparen oder sie sogar billiger machen. Stattdessen setzt der Konzern alles daran, den Status quo zu erhalten. Dass er uns aber weiterhin seine ineffektiven und sündhaft teuren Solarzellen als technische Innovation verkaufen will, das geht auf keine Kuhhaut. Auf der Straße baut der weltberühmte Erfinder Frank Stelzer notfalls seine Motoren. Früher erging es ihm noch schlechter. Von der Frankfurter Justiz wurde er verfolgt, verleumdet, eingesperrt und als Betrüger verurteilt. Und alles nur, weil er vor 38 Jahren den Freikolbenmotor als neues Motorprinzip erfand und seitdem auch noch durchsetzen will. Sein 200 PS starker Motor würde nur noch 300 Mark kosten. Nicht verschleißen, Energie sparen und die Umwelt schonen. Als Pumpe, Kompressor oder Generator würde er zweifellos die Industrie weltweit revolutionieren. Stelzers technische Vision wird deshalb seit Jahren nicht von der Industrie, aber von der Presse begierig aufgenommen. Wir haben einen Motor gebaut, der läuft 20.000 Schwingungen. Der läuft so ruhig, den kann man anfassen, da ist keine Schwingung zu sehen. Da kommt die trägernde Masse. Das ist dasselbe, als wenn ich ein Tischtuch wegziehe, bleibt alles stehen, wenn ich schnell genug bin. Wenn aber der Motor langsam ist, geht das nicht. Und das geht nur mit Glühstäben. Es geht nicht mit Zündung. Die Zündung macht das gar nicht mit. Das technische Wunderwerk will heute nicht so richtig und geriert sich dann als stotternde Krücke. Nun wird es Zeit, auch den Erfinder auf den Prüfstand zu stellen. Der ehemalige Prüfer des Deutschen Patentamtes, Diplom-Ingenieur Gerhard Döring, nimmt ihn in die Zange. Vielleicht sind Motive denkbar, warum die Art und Weise sind. Ich war da. Obwohl er so schön einfach ist und so wunderbar angeblich ruhig war. Also ich habe noch nicht ruhig laufen sehen. Ich würde eher Schnatterhüpfen sagen, weil er hüpft und schnattert. Ja, aber eine Zündung, wissen Sie, da hat ja recht, wenn eine Zündung nicht richtig ist, dann kann er nicht auf Touren kommen. Aber wenn der auf Touren kommt, ist der ganz gut. Jetzt muss ich Ihnen sagen, was mir an Ihrem Motor sehr gefällt, das ist, dass er nur zwei Teile hat, zwei bewegte. Ein bewegtes Teil. Oder nur ein bewegtes Teil. Ja, ja, es sind eigentlich zwei, weil da Nein, es sind zwei Brennräume. Ja, nein, weil nämlich der Motorblock mitbewegt. Ich möchte Ihnen kurz Ihren Motor beschreiben, so wie ich ihn nicht aus der Patentschrift gesehen habe. Ich kann ihn nicht reinschauen. Das ist ein Doppelkolben, ja. Also mit zwei Räumen. Ja. Und es wird immer am Ende hinten verdichtet. Ja. Es wird hin und her geschossen, wie bei einem Zweitakter, damit Überströmen und also das Prinzip eines Zweitakters. Ist ein Zweitakter, mit Überströmen und zünden tun sie offenbar, wenn sie irgendeinen Endpunkt erreicht haben, dann ist er Kontakt vermutlich. Und dann er ist kontaktlos, aber Sie sehen ja, der kann auch dieseln, er kann mit Glühstäben laufen, weil er durch die hohe Verdichtung und bei ihm macht er eine aggressive Verbrennung, kann nicht zu einer mechanischen Deformation führen. Ja. Sie müssen die Verdichtung erzeugen durch den schweren Kolben. Der schießt vor, hat die kinetische Energie und dann verdichtet er auf der anderen Seite. Das heißt, er muss eine bestimmte Mindestmasse haben. Ja. Sie haben 5 Kilo da drin, so viel ich weiß. 15 Kilo. Oder 15, ja. In dem Moment, wo Sie den Block
in derselben Größenordnung des Gewichts haben oder auch zwei- oder dreimal stärker, gibt es nach dem Impulssatz solche Schwingungen, ja? Nein, nein, die Schwingungen gehen total weg. Es kommt die Trägheit in die Masse. Das ist dasselbe, als wenn Sie das Tischtuch wegziehen, ziehen Sie schnell. Der Motor läuft so ruhig. Ab bei 4000 fängt er schon an. Da können Sie so eine kleine 8 mm Mutter draufstellen. Die bleibt stehen, gut, auch wenn sie Gas geben. Glaube ich Ihnen. Haben Sie denn schon mal mit 20.000 gefahren? Ja. Und zwar geht das nur ohne Kolben. Was für einen Hub? Von 40 Millimeter. Nein, 40 Millimeter. 40 Millimeter. Ja. Und von diesen 40 Millimetern läuft er 39,5. Mhm. Und er hat keine Kolbenringe. Dadurch hat er keine Einströmkanäle im Zylinderkopf. Er kann 1 zu 100 und noch mehr verdichten. Und dann hätte ich noch eine Frage zu Ihren Lastversuchen. Haben Sie den schon mal mit Last fahren lassen? Selbstverständlich. Ich habe in Pressluft gedrückt und habe bei 15.000 Schwingungen habe ich einen Kessel von 130 Liter in 7 Sekunden auf 10 Bar gedrückt. Ohne Ventil in der Pressluftkammer. Angenommen, das wäre so. Das ist so. Ja, gut. Angenommen, das wäre so. Wie ist es denn? Haben Sie schon einen Lineargenerator gesehen mit 39 Millimeter Hub, bis vor kurzem. Strom. Haben alle Firmen gesagt, lineare Stromerzeugung geht nicht, bringt nichts, hat keinen Wirkungsgrad, man kann mit dem Strom nichts anfangen. Auf der letzten Automobilausstellung waren da anderen Bosch bei mir. Dann haben sie gesagt, stellst du, wir bauen den Lineargenerator. Sag ich, ach, auf einmal geht das? Ja, sagt, das ist überhaupt kein Problem. Und dann sage ich, 20.000 Schwingungen? Ja, sagt er, je schneller, je besser. Nicht bei jeder Präsentation hat der Erfinder Stelzer so viel Pech wie diesmal bei der Gesellschaft für außergewöhnliche Ideen. Normalerweise reicht ein Tritt auf den Anlasser. Problemlos springt sein Motor an und läuft dann wie am Schnürchen. Und dass man Leistung abnehmen kann, demonstrierte Stelzer bei einer privaten Vorführung. Hier arbeitet der Motor als Kompressor und erzeugt Pressluft. Mit wenigen Handgriffen wäre derselbe Motor auch als Wasserpumpe einsetzbar. Statt den Schrott von gestern aufzumotzen, wäre es eigentlich die Aufgabe namhafter Firmen, den Stelzer-Motor zu perfektionieren. Doch die Forschungsabteilung mauert nach außen hin gekonnt. Der Stelzer-Motor ist eine Spezialentwicklung, die, wie ich meine, wahrscheinlich nur eine Nischen, wenn überhaupt, dann nur in Nischenanwendungen in Frage kommt. Für Großserie kommt der Stelzer-Motor nicht in Frage. Woher wissen Sie das? Das ist eigentlich bei uns eigentlich doch ziemlich klar herausgekommen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeiten des Elektroantriebes. Haben Sie den Stelzer-Motor geprüft? Wir haben ihn nicht im Labor geprüft, aber wir haben uns natürlich auch mit solchen, es gibt ja noch viele andere solche Vorschläge, wie man den Kurbeltrieb vereinfachen kann, wie man variable Kompression bauen kann und was man alles so machen kann. Es gibt sehr, sehr viele Vorschläge, aber wir sind da doch etwas skeptisch, denn die Komplexität der Motoren und damit alle Probleme nehmen doch deutlich zu. Was heißt das konkret bei so einem frei schwingenden Stufenkolben wie Stelzer-Motor? Der Kolben schwingt ja, der Motor läuft, arbeitet, pumpt sogar. Man müsste halt nur bestimmte Kleinigkeiten verändern. Ja, die Kleinigkeiten sind aber ein völlig neuer Gaswechsel und völlig neue Abstimmung der Steuerzeiten und des ganzen Verbrennungsablaufes. Außerdem muss ja auch das Aggregat kompakt sein. Es darf nicht unangenehme Dimensionen in irgendeine Richtung aufweisen, dann passt es wieder nicht mehr unter die Motorhaube. Und das Drehmoment muss auch angepasst werden auf den Betrieb des Fahrzeugs, dass das Getriebe wieder nicht zu unkonventionell werden muss. Sie merken aus diesen Antworten, es gibt hier eine Folgewirkung. Man darf nicht nur den Motor als solchen betrachten. Glauben Sie, dass so ein Einzelerfinder wie Stelzer überhaupt eine Chance hat gegen die Forschungsabteilung von BMW? Er tut sich im Prinzip natürlich schwer. Andererseits arbeiten solche Erfinder, sofern sie gute Erfindungen haben, ja wieder mit Forschungsvereinigungen, mit Forschungsinstituten, mit Hochschulen und zum Teil auch mit der Industrie zusammen. Stelzers kleiner Freikolbenmotor wird nicht nur als eine grundsätzliche Kritik am Ottomotor gesehen, sondern auch als Bedrohung für die gesamte Monopolindustrie erkannt. Deshalb wird gern der Eindruck erweckt, zum Ottomotor gäbe es keine Alternative. Da sich die in den Motorenbau investierten Milliarden erst in 33 Jahren mit 1,5% verzinst haben werden, wird noch jahrelang an der jetzt 120 Jahre alten Krücke Ottomotor herumgedoktert. Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Die Gesellschaft für außergewöhnliche Ideen allerdings weiß, dass die Wahrheiten von heute die Irrtümer von morgen sein können. Und es sind unsere freien Erfinder, um die sich die Wahrheiten von morgen kristallisieren. Musik.
RTL. Meyers Intercity Hotel München, Bayerstraße 10,